6, bitte kommen. Ende. An alle mithörenden Einheiten, hier ist Dagwood White Dog 1-6 mit einem Kommunikationscheck. Hören Sie mich. Ende. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Folgen! Sofort! Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Ja, Leute. Unsere Jungs! Und damit willkommen zu Call of Duty. Geht's dir gut? Alles klar. Ja. Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Alles klar. Keinen Weg drumherum. Nee. Und es geht nur mittendurch. Und ich sehe schon, die Soldaten haben eine der besten Waffen, die es jemals gab. Oder damals zumindest gab, und zwar das SCG-44. Das nehme ich mir auf jeden Fall. Das allererste Sturmgewehr auf der Welt. Vorreiter der Kalaschnikow. Mit dem Ding kannst du nur gewinnen. Jawohl. Ja, ist nicht schlimm. Ja, Rauchgranate ist gar nicht so schlecht. Muss ich auf jeden Fall öfter mal benutzen. Halte durch, Kumpel! Gut. MG ausgeschaltet! Ausgeschaltet! Nur noch zwei Schützen! Zwei Schützen noch? Okay. Oh, Sussman. Oh, Entschuldigung. Hier ist Munition, Private. Jo. Ich brauche mehr Munition, Sir. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Es ist noch nicht vorbei. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sergeant. Genau, ich denke, das kriegen wir hin. Sag, wenn du bereit bist. Jawohl, bereit. Los, 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 los. Bewegung, na los. Okay, auf Deckung. Feuer unter Druck. Packer, vorrücken. Rücke vor. Jetzt, Parker! Haben wir mal kurz ein bisschen Qualm gemacht hier? Werf eine Granate! Das ist deine Chance! Jetzt habe ich mein... Oh Gott, nein, ehrlich jetzt? Okay, brauche Deckung! Ich hol mir die Ladung! Ich hab sie!
Habe ich meinen eigenen Pionier platt gemacht. Oh Gott. Hier, was ist das für eine Technik? Sowas kenne ich noch gar nicht. Das kenne ich echt noch nicht. Da muss ich mal googeln, was das gerade für eine Ladung war. Das habe ich echt noch nie gesehen. Ihr? Also, ja, der Bunker ist sicher. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind weder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer. Unsere Männer. Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Oh, irgendwas ist da mit dem Sound jetzt aber ganz, ganz böse. Daniels, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Okay. Du mein Bestes. Alter, was haben die denn da? Brandmuni oder was? Das ist ja voll gemein. Ja, hier tatsächlich. Automatische Schrotflinte mit Brandmunition. Seid ihr wahnsinnig? Ah! Feinde ausgeschaltet! Daniel, bringen Sie das Termit an! Jawohl, sofort. Erstmal ein bisschen Muni wieder aufstocken. Klären wir das. Oh, da war sogar noch eine Hülse drin. So geht's natürlich auch. Auch nicht schlecht. Ja, so geht's natürlich auch. Yankee Schweine. Boom. Oh ja, der hat ja einen Flammenwerfer. Hier, geh mal her. Oh ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gib mir mal Muni. Krieg ich da auch so Flammenwerfer-Muni? Nee, leider nicht. Nur einmalige Geschichte. Leider. Schade, schade. Burn, baby, burn. Was ist mit dir los? Noch jemand? Geradewegs aus der Hölle, baby. Ja, was ist das? So. Oh, oder so einfach mal reingepropft. Okay. Ladung platziert. Königstiger! Um Gottes Willen. Wie soll denn das denn jetzt funktionieren? Nee, will er nicht. Ach doch, jetzt? Oder doch nicht? Oder wie? Oder was? So, jetzt aber.
Ach du Scheiße, die sind hier überall, Alter. Ah, bloß runter hier. Oh Gott. Also die Mission hat's in sich. Komm schon, die nächste. Ja, mitten rein in den offenen. Au. Au. Jawohl, Kavallerie. Das war Perez. Nein! Nein! Verfluchten Schweine! Diese Arschlöcher sollen uns nie schlagen. Was machen sie hier auf unserem Kontinent? Ich habe am Arsch der verfluchten amerikanischen. Weg mit dir! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab es nicht! Lasst mich zurück! Ich hab sie! Wir lassen hier niemanden zurück! Ich wehre sie ab! Wir müssen gehen! Los! Ein richtiger Held. War mir eine Ehre. Ein Opfer zu groß. Geht! Rückzug! Sachsen! Los! Na los! Los, ich sag nur Rückzug! Das scheint mir fehl, Junge! Geht! Und er klärt das da jetzt erstmal. Und damit hat Sergeant Turner, nee, Lieutenant Turner seinen letzten Turn getan. Oh, Scheiße. Sir, ich dachte, Sie wollen die haben. Falsch gedacht. Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meiner Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Okay, Sir. Sie werden mich zu 1000% unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Ja, und das ist das Beste, was man machen kann. Das war auf jeden Fall Hügel 493. Bis zum nächsten Mal und tschüss.